Willkommen zu den Studio 71 News. Mit der kleinsten News-Show der Welt. Mit mir. Und mit mir. Und mit mir. Und diesem wunderbaren professionellen Mikro. Holy shit! Red langsam. Ich glaube, diese ganze Celebrity-Nackt-Fotosache ist auch an euch nicht vorbeigegangen. Es wurden unzählige Fotos von nackten Stars ins Internet gestreut. Man weiß nicht, wo es herkam. Angeblich ein Kreis von Hacker, der diese Dinger schon seit Jahren sammelt. Andere sagen, es war die iCloud. Andere sagen, es war die Find My iPhone-App. Aber Apple hat sich gemeldet und gesagt, nein, bei uns wurde nichts gehackt. Diese Hacker haben lediglich die Passwörter und Sicherheitsabfragen der Stars rausbekommen und sind somit an die Fotos gelangt. Aber mal ganz im Ernst, es könnte doch echt jedem von uns passieren. Und interessiert halt kein Schwein, wenn so ein Daniel Pfeiffer von Studio 71 irgendwelche Nacktbilder von sich postet. Und bei mir es so richtig leid getan hat, war Jennifer Lawrence, weil ich Jennifer Lawrence unglaublich gerne mag. Und deshalb, Jenny, habe ich für dich ein Lied komponiert. Dass das Internet für immer deine Daten hat, weißt du selbst, weißt du selbst. Dass man Leuten keine nackig sexy Fotos schickst, weißt du selbst, weißt du selbst. Na muss ich das dann dir erklären, das weißt du selbst, weißt du selbst. Doch keine Sorge, bist ne Hübsche, ist nur peinlich hoch 10, merkst du selbst. The Last of Us Remastered Edition durchbricht die Millionenmarke der First-Party-Titel auf der PS4. Ja! Das sind die Gaming News mit Bina. Sie hat Konfetti und Luftschlangen. Kommen wir direkt weiter zur zweiten Nachricht. GTA 5 hat ja doch für ein bisschen Gewusel gesorgt letzte Woche und das hat sich in etwa so abgespielt. Oh mein Gott, GTA kommt nicht für den PC. Keine Ahnung, woher du die Info hast, aber hey, es ist alles cool, GTA kommt. Alles geil, chill mal. Oh mein Gott, GTA 5 kommt für den PC und für die PlayStation 4 später als geplant. Lol, keine Ahnung, was du immer hast mit deinen komischen Falschmeldungen, aber GTA kommt, chill mal. Und dann kam so ein Genie namens Trevor Phillips und meinte doch eine Petition zu starten, die in etwa so ausgesehen hat. Alle, die GTA auf PC spielen, sind Raubkopierer. Ich möchte nicht, dass GTA 5 für den PC kommt. Deshalb starte ich eine Petition gegen die Entwicklung von GTA 5 auf dem PC. Und ich habe schon 124 Unterstützer. Also Leute, chillt, GTA kommt am 14. November, es ist alles cool, es wird auch nichts dazwischen kommen, ich verspreche es euch. Und da ich nicht mehr Transition sagen darf, mache ich jetzt eine andere Überleitung. Pass auf, ich habe ein Lasso. Lasso! Oh, das ist das neue Thema! Ihr habt es vielleicht mitbekommen und wenn nicht, dann lebt ihr höchstwahrscheinlich in einer Ananas tief unter Meer. Es geht gerade so ein Hype um das sogenannte Swatting und dabei hetzt man einem Let's Player während des Livestreams ein SWAT-Kommando auf den Hals. Nein! Das ist einem Let's Player passiert, dem Kutra. Das ist alles aufgezeichnet worden auf seiner Live-Webcam. Oh mein Gott, mein Hirn ist Matsch. Guckt, in der Beschreibung steht alles drin. Und bevor ich mich jetzt hier noch viel mehr verhaspel, macht's gut, Jungs und vor allem Mädels. Bis bald! So ein Schwachsinn-Swatting. Ich meine, wer zum Teufel legt sich so ein Scheiß aus? So viel Dummheit macht mich so unglaublich. Unglaublich aggressiv! Und tatsächlich, Wut ist nicht nur eine Emotion, sie ist ein Machtinstrument. Schaut man wütend rein, wird man angeblich als sehr stark empfunden, wie Forscher jetzt gezeigt haben. Interessant! Kunst liegt ja meist im Auge des Betrachters und bei der nächsten Nachricht dachte ich mir so, ja, Kunst, ne? Der Künstler Misha Baydarjian will 365 Tage jeden Tag einen One-Night-Stand haben mit jemand anders. Jetzt kommt der Plot-Twist an der ganzen Sache. Der Kerl steht nämlich ausschließlich auf Männer. Mit dieser Aktion will er für die Themen Homophobie, Safer Sex und Schwulendiskriminierung sensibilisieren. Und das Coolste an der Sache ist, die AIDS-Stiftung unterstützt ihn dabei mit den notwendigen Utensilien. Und nächste Woche fängt wieder Let's Play Poker an. Pokern für den guten Zweck. Auf meinem Video könnt ihr euch jetzt noch die alten Folgen angucken, die Highlights und den Trailer für die neue Folge am 13. September um 18 Uhr. Also schaltet ein, drückt die Daumen. Und damit ihr mein Poker garantiert nicht blöd aus der Wäsche guckt, haben wir noch ein paar Tricks für euch, wie ihr garantiert jedes Pokerspiel gewinnen könnt. Tipp Nummer 1. Überzeuge mit deinem Pokerface. Thank you.
Tipp Nummer 2. Wenn alle Stricke reißen, Ablenkung. Oh mein Gott, das war mein Sigismund! Wo denn? Fabi? Fabian! Tipp Nummer 3. Und wenn gar nichts mehr geht, hilft nur noch Bescheißen. Du gibst, guck mal, du hast das Ass oben, machst du so. Also, theoretisch, und wenn du dran bist, gibst du die erste Karte. Ich glaube, diese ganze Celebrity-Nackt-Foto-Sache ist auch an euch nicht vorbeigegangen. Es wurden unzählige Fotos von nackten Celebrities ins Internet gestreut. Man ist sich nicht Stars nackt bei der Arbeit gefilmt. Jetzt live, klickt hier. Was? Wo kommt das denn her? Das stimmt, ja. Hast du mir schon etwas gesagt? Sie ist viel größer. Lexi, komm! Lexi! Das ist Lexi, das ist ein Glas Wasser, das ist ein Computer und das sind die 5. Studio 71 News. Tanz. Nicht wieder. Nein! Eiscreme! Jetzt geht er wieder weg, jetzt bin ich wieder traurig. Jetzt werde ich wieder ganz rot. Ich bin voll das harte Fangirl. Das kennt ihr euch überhaupt gar nicht. Ich habe Fabian, ohne Scheiß, Leute, aber erzählt es keinem weiter. Ich habe Fabian, als ich klein war, einen Liebesbrief geschrieben. Und er hat nie geantwortet.